nur so auf der Ebene beamen und ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr verstehe heute, nachdem ich zugehört habe. Wie er selbst ja auch gesagt hat, dass er manche Sachen selbst nicht versteht und dass das eigentlich die Erkenntnis von ihm ist. Ich erwarte mir eigentlich eine spannende Auseinandersetzung mit der jetzigen Situation der Physik. Es ist, glaube ich, auch deswegen wichtig, weil eine Universität braucht Leuchttürme, die die Forschung vorantreiben können und auch wirklich dadurch beitragen können, weltweit ein Echo zu erzeugen. Ich kenne den Anton Zeilinger, er ist immer extrem unterhaltsam und man kriegt einfach viel mehr mit, wenn jemand vermitteln kann und das kann er gut. Er kann wirklich gut Wissenschaftsthemen, die eigentlich weit über meinem Horizont sind, vermitteln. Der Standort hat mehr Reputation, es werden mehr angeregt aus dem Ausland, sich auch mit Österreich auseinanderzusetzen. Vielleicht kommen auch noch ein paar andere Nobelpreisträger irgendwann in ferneren Jahren dazu, das nutzt den gesamten Standort. Ich würde sagen, es nutzt auch der gesamten Gesellschaft. Ich fand ihn so gut, wie ich mir erwartet habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass es nicht nur große Wissenschaft ist, sondern auch unterhaltsam und vor allen Dingen auch bei den ganz großen Themen anschlussfähig für ein ganz breites Publikum. Bringt natürlich viel Publicity, so man sieht auch, dass bei uns exzellente Forschung betrieben wird. Das sind im Prinzip die kleinsten Teilchen in unserer Natur, aus denen wir alle entstehen. Und die machen ein bisschen verrückte Dinge, die sind nicht ganz mit fixen Wahrscheinlichkeiten zu betrachten. Schwer nachvollziehbar, aber mathematisch korrekt und im experimentell nachgewiesen. Abgesehen von der Tiefe, inhaltlichen Tiefe des Vortrages, war es ein unheimlich menschlicher, sympathischer Vortrag. Also ich bin begeistert. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, ja. So wie er auch ist, nicht wahr? Originell, humorvoll, nicht? Ideenreich. Das steckt am Grunde auch seiner Arbeit eben, nicht? Kurz gesagt, weil es einfach ein Zeichen dafür ist, dass wir auch in der absoluten Spitzenforschung noch dazu in so einem Gebiet, was wirklich teuer ist und was wirklich international kompetitiv ist, einfach ganz vorn dabei sein können. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen natürlich auch für unsere Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, dass wir das hier schaffen können, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.